Yo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Grub Nation Kanal. Und ja, endlich mal auf dem Bike wieder. Es hat sich viel verändert an meinem Bike und ihr habt noch einfach noch keinen einzigen Motorvlog von mir gesehen. Ja, weil einfach mein Sehner einfach immer noch abspackt. Langsam habe ich echt keine Nerven mehr dafür. Heute geht es mal darum, warum ich mit Sehner gerade zur Zeit gar nicht zufrieden bin, was meine Probleme sind. Wer ein bisschen länger schon auf meinem Kanal ist, der weiß, ich habe mir damals das 20S gekauft. Das ist auch ein Sehner. Ein älteres Modell, habe das Bluetooth Backpack dazu gekauft, habe das und das 1020S im Dualpack gekauft für ein Paddy und mich zusammen, habe es angeschlossen und der Ton war super astrein. Musste sich zwar erstmal so reinfuchsen, wie das funktioniert mit dem Bluetooth Audio Backpack, aber es hat eigentlich alles wirklich dann gut funktioniert, sobald man das wusste. Dann kam aber auf dem Markt das 30K und wie ich das halt auch von mir aus kenne, ich will immer das Neueste haben und dadurch, dass ich das Sehner erst glaube ich 2 Wochen hatte, konnte ich das nochmal zurückgeben und habe zum Paddy gesagt, hey komm Paddy, lass es zurückgeben, wir kaufen uns das Neueste, dann sind wir aktuell und mega geil und bla bla bla. Er hat gesagt, ja okay, easy, machen wir das und habe dann damals dann das 20S beim Luis zurückgegeben, habe mir dann, als das 30K dann rauskam, ist gekauft. So, dann gab es mega viele Probleme bei mir, weil einfach kein guter Ton zustande kam. Dann bin ich zum Motorradland wieder hingegangen und der Dave war so korrekt ein allgemeines Motorradland, hat dann bei Sehner angerufen, hey, wir haben hier Probleme, das ist irgendwie, funktioniert das nicht. Hab's dann eingeschickt und es lag dann, ich glaube, einen Monat bei denen oder sowas. Die haben dann extra Updates rausgebracht für das 30K und mein Bluetooth-Audio-Backpack, dass es zusammen harmoniert. Schön und gut, funktioniert jetzt auch, aber nur wenn ich alleine bin. Wenn ich zu zweit bin, dann ist der Ton trotzdem so schlecht. Ich weiß nicht wieso, er ist einfach nur ultra schlecht. Ich blende euch hier einfach mal kurz ein kleines Videostück ein, als ich gerade letztens mit dem Konzi gefahren bin. Das war vor 2-3 Tagen. Ja, wir testen einfach mal heute den Sehner. Ich habe meinen neuen Reifen schon verbaut. Das Video wird dann auch natürlich auf euch zukommen. Und ich bin mit einem guten Konzi unterwegs. Mein Ton, den kannst du vergessen. Und denk mir halt so, was soll das? Und es funktioniert am Anfang schon nicht. Dann wird ein neues Update drauf gespielt. Dann funktioniert es zwar alleine zum Vloggen, aber wenn ich mit einem Dual-Vlog mache, dann funktioniert es trotzdem nicht. Dann denke ich mir so, was soll denn das? Ich kaufe mir doch nicht das aktuellste Modell, um dann einfach eine Scheiße zu haben. Und das fuckt mich gerade zur Zeit ultra ab. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich jetzt so langsam wieder auf das 20S oder auf das 20S Evo umsteige, weil das 30K einfach für das Vloggen einfach absolut für den Arsch ist. Und es kostet ultra viel Geld. Also ich verstehe es nicht. Ich bin jetzt gerade auch wieder mit Konsti losgefahren, um es ein bisschen zu testen. Und jetzt habe ich das jetzt gerade mal mit ihm ausprobiert, mit dem 20S, ob das jetzt vielleicht besser funktioniert, weil ich weiß langsam nicht mehr weiter, an was es liegt, warum der Ton einfach so schlecht ist. Und er war früher echt spitze. Ja, und das hat mir dann auch die Motivation genommen. Also es ist echt traurig, weil ich war so gehypt auf das 30K geile Videos zu produzieren, geil mit meinen Kumpels rumzufahren und das einfach aufzunehmen, und jede beschissene Aufnahme ist für den Arsch. Jede verkackte Aufnahme. Du hast so jedes Mal wieder, wenn du am Laptop hockst, komm Alter, das muss jetzt funktionieren, denkst du so, Alter, geiles Video entstanden. Und dann ist der Ton für den Arsch. Ich glaube, wir machen jetzt mal einen entspannten Wheelie. Und ja, Wheelie war eigentlich jetzt gerade nice. Tankanzeige ist auch angegangen, okay. Und das ist also mein Problem mit Sehner gerade. Warum ich gerade so abgefuckt bin von denen. Warum ich auch abgefuckt bin irgendwie von dem Produkt. Aber natürlich, das sind meine Probleme, weil ich auch damit vlogge, weil ich damit halt Videos produziere. Normal ist das Sehner echt gut, kann man nichts sagen. Also zum normal sprechen ist es top. Also es wird einfach nur scheiße, sobald einfach das Bluetooth Audio Backpack dazu gepackt wird, wird die Tonqualität sogar beim Sprechen schon schlecht. Also nicht nur auf der Kamera wird es so gespeichert, sondern es ist einfach auch noch schlecht
auf. Einfach beim Sprechen allein schon. Deswegen, das ist irgendwie komisch. Das darf ja nicht sein. Wieso gibt's denn ein Audio? Wieso gibt's ein Audio-Backpack, wenn es dann nicht funktioniert? Naja. Sonst ist natürlich das Sena top. Will auch dazu dann nicht schlecht reden. Aber ja. Das ist es halt. Schreibt mir vielleicht eure Meinungen in die Kommentare, was ihr so meint darüber. Und dann sage ich eigentlich nur noch danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein und tschüss.